Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Heute ist das Fest der Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, Trinitatis, so wie die evangelische Kirche sagt. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht und habe mir dann gesagt, eigentlich ist es ein Geheimnis, über das man nicht wirklich viel sagen kann. Eigentlich müsste man schweigen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt eine Schweigeminute machen soll. Und dann habe ich überlegt, was es praktisch bedeutet, diese drei Seinsweisen Gottes. Ich weiß, dass wir sehr unterschiedlich beten und wahrscheinlich auch zu unterschiedlichen Zeiten einmal mehr den Heiligen Geist anrufen, einmal mehr mit Gott Vater in Beziehung treten, ein andermal mehr mit Christus, dem Bruder, der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Was wir aber eigentlich immer tun, fast automatisch in unseren Gebeten, ist, dass wir das Kreuzzeichen machen und so selbstverständlich diese drei göttlichen Personen benennen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da habe ich mir gedacht, wir könnten ganz praktisch heute anfangen, vielleicht auch nicht nur heute tun, dass wir dann, wenn wir das Kreuzzeichen bewusst machen, und zwar egal, ob das jetzt das kleine Kreuzzeichen ist, das wir beim Evangelium tun, wo wir ein Kreuzzeichen auf die Stirn geben, ein Kreuzzeichen auf den Mund und ein Kreuzzeichen auf das Herz, oder ob es das große Kreuzzeichen ist, mit dem wir ganz bewusst den ganzen Oberkörper von Schulter zu Schulter bezeichnen. Beide Male sagen wir dieselben Worte. Vielleicht ist es heute eine Einladung, uns zu denken, wenn wir unsere Stirn berühren, dass wir uns sagen, lass uns bewusst sein, dass du, Gott, der Schöpfer bist, dass du mein Schöpfer bist, dass ich dir mein Leben verdanke. Wenn meine Hand das Herz berührt, kann ich daran denken, dass Christus der ist, der uns Gott nahe gebracht hat. Unser Erlöser, der auch für mein eigenes Leben das Heil möchte. Und wenn ich jetzt die Schultern bekreuzige, dass mir bewusst ist, dass Gottes Geist nicht nur mich, sondern die ganze Welt erfüllen möchte. Sodass das Kreuzzeichen schon zu einem kleinen Glaubensbekenntnis wird. Ich sage dir, Gott, meinem Schöpfer, danke. Ich sage dir, Jesus, danke, dass du mich erlöst hast und mein Heil möchtest. Ich sage dir, Heiliger Geist, danke, dass du alles umfangen möchtest.